Die US-Aktienmärkte verzeichneten die schwächste Woche seit dem März 2023 in der letzten Handelswoche. Und der Grund ist, dass man glaubt, die Fed macht einen Fehler. Die US-Notenbank sei hinter der Kurve, reagiere zu spät auf die doch sich deutlich abkühlende Wirtschaft. Und so hatten wir am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, die so ein bisschen das Ganze durchdekliniert haben. Die Daten waren einen Ticken schwächer. Bei genauerem Hinsehen waren sie sogar deutlich schwächer. Dazu gleich mehr. Jedenfalls zunächst mal Freude. Die Headline-Zahl hätte ja schlimmer reinkommen können. Aktienmärkte nach oben. Dann aber der Blick auf die wirklich intern schwachen Daten des US-Arbeitsmarktberichts, dann der Abverkauf, dann Auftritt eines Fed-Mitglieds, der gesagt hat, ja, ich könnte schon offen sein für eine 0,5er Zinssenkung, dann nochmal eine Zwischenrallye, dann ein Tweet von Nick Timiraos, dem Fed-Flüsterer, der sagte, nee, der meinte nicht wirklich eine 0,5er Senkung. Im Grunde deutet alles darauf hin, dass die Fed in der nächsten Woche die Zinsen nur um 0,25% senken wird, statt um 0,5%. Und damit sind die Märkte unzufrieden. Ist so ein bisschen wie mit einem quengelnden Kind an der Supermarktkasse, will Süßigkeit. Und es kostet ziemlich Nerven, hier hart zu bleiben. Bisher bleibt die Fed hart, weil sie sagt, naja, wir wollen doch erstmal abwarten, wie die weiteren Daten reinkommen. Aber die Kinder quengeln, die wollen jetzt Süßigkeiten. Das sorgt für eine Verschlechterung der Familienstimmung derzeit. Hier sehen wir eine Headline bei MarketWatch etwa. Die Märkte fallen aufgrund der wachsenden Sorgen, dass die Fed einen Mistake machen würde. Mistake also im Sinne von hinter der Kurve zu langsame Zinssenkung. Und schauen wir uns nochmal ganz kurz die Arbeitsmarktdaten an. Die Headline-Zahl von irgendwas über 140.000 Stellen war ja noch einigermaßen okay, aber wir sehen, es sind Vollzeitjobs wieder massiv verloren gegangen, nur Teilzeitjobs aufgebaut. Wir sehen, dass wieder massive Abwärtsrevisionen der beiden Vormonate passierten und wir sehen, dass vor allem Foreign-Born Workers Jobs bekommen haben, während Native-Born Americans eben deutlich Jobs verloren haben. Und all das ist natürlich nicht wirklich eine gute Mischung. Jetzt kommt noch dazu, dass so viele Frauen jetzt in der Workforce sind, also dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wie noch nie zuvor. Das heißt, offenkundig müssen jetzt immer mehr Familien auch doppelt verdienen. Frauen, die vorher vielleicht noch zu Hause bleiben konnten, müssen jetzt in den Arbeitsmarkt, weil das Geld für die Familie nicht mehr reicht, weil möglicherweise der Ehemann den Job verloren hat. Jedenfalls sieht man das bei Ökonomen als ein Warnsignal, dass der Arbeitsmarkt sich schnell abkühlt. Und oft ist es ja so, dass bei beginnenden Rezessionen die Arbeitslosigkeit dann sehr, sehr schnell plötzlich ansteigt, auch wenn jetzt die Arbeitslosenquote bei diesem Arbeitsmarktbericht nur bei 4,2% gelegen ist. Und das ist jetzt vielleicht eine der wichtigsten Grafiken, die ich Ihnen hier zeige, von Lance Roberts, das sogenannte Bull Steepening der Zinskurve. Mit anderen Worten, wir haben derzeit die Situation, dass die kürzer laufenden Anleihenrenditen stärker fallen als die länger laufenden Anleiherenditen, ergo die Märkte sehr schnell fallende Zinsen einpreisen. Das tun sie deshalb, weil die Wirtschaft immer schwächer wird. Das nennt man einen sogenannten Bull Steepening. Also wenn die kürzer laufende Anleiherenditen, wie zum Beispiel die zweijährige, deutlich schneller fällt als die zehnjährige Anleiherendite. Und jetzt gibt es immer wieder Phasen in der Börsengeschichte, wo solche Situationen vorkommen. Und Lance Roberts hat mal hier die Performance verschiedener Assetklassen aufgeschlüsselt. Und am besten läuft in solchen Situationen normalerweise Goldminenbetreiber, dann Gold, dann Staples, also alles sichere Häfen, alles defensiv, während am schlechtesten läuft Nasdaq, Communications und vor allem Semiconductors, also die Halbleiterwerte. Und siehe da, was ist denn jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen besonders stark gefallen? Die Halbleiterwerte. Hier sehen wir aber nochmal das, was Nick Timiraos hier sagt. Der Arbeitsmarktbericht war nicht schlecht genug, um die Fed zu einer 0,5er Senkung zu zwingen. Und das ist genau das Problem. Die Fed Fund Futures sehen jetzt eine Wahrscheinlichkeit von immerhin 73%, dass die Fed die Zinsen jetzt der Mittwoch kommender Woche nur um 0,25% senken wird. Das mag man nicht so richtig. Und hier sehen wir, dass langsam offenkundig hier diese sogenannten Real Rates, also
die Leitzinsen minus Inflation, hier mal gemessen an der Core CPI, also an der Kernrate der Inflation, die ist permanent nach oben gegangen. Das heißt, die Geldpolitik ist restriktiver geworden, weil die Fed die Zinsen ja unverändert belassen hat zuletzt, aber die Inflation dann Stück für Stück ein bisschen nach unten gekommen ist, ist die Differenz zwischen Leitzins und Inflation eben gewachsen. Und das hat letztendlich auch zu diesem Abschwung der Wirtschaft geführt. Mithin hat also die Fed diesen Abschwung herbeigeführt, indem sie jetzt vielleicht zu spät reagiert auf die schwache Wirtschaft, während sie vorher zu spät reagiert hat auf die stark steigende Inflation. Und wer zu spät kommt, den bestrafen manchmal auch die Märkte. Naja, oder die Märkte werden bestraft, wie auch immer. Also jedenfalls sehen wir in der letzten Woche mal eben 1,78 Billionen an Marktkapitalisierung weniger. Das war nicht schön, und wir sehen die Dickfische aus dem Tech-Bereich, die haben deutlich verloren, und vor allem die Semiconductor-Aktien, also Halbleiter-Aktien. Hier sehen wir mal diese Semis, also diese Halbleiterwerte, Philadelphia Semiconductor Index, und hier sehen wir, der ist jetzt deutlich unter Druck gekommen, testet diese Unterstützung das dritte Mal, ist jetzt überverkauft, wie wir unten hier sehen. Also da kann das Ganze nochmal halten, und wir sehen ja, dass die Futures jetzt erstmal positiv sind heute, nachdem der Nikkei ja über 3% gefallen war, dann aber fast noch ins Plus gedreht wäre. Aber nochmal zurück zu den Semiconductor-Aktien. Wir sehen also so ein bisschen eine Ernüchterung auch der KI-Euphorie. Nvidia hat jetzt eine so hohe Volatilität wie seit 2022 nicht mehr. Und hier sehen wir, es ging eigentlich mit kurzen Zwischenerholungen letzte Woche relativ konstant nach unten. Und es droht so eine große Doppeltopbildung beim S&P 500. Mal sehen, ob sich das materialisiert oder nur ein kurzer Rücksetzer ist. Dagegen spricht, dass wir zumindest bis Ende Oktober wohl schwierige Märkte sehen könnten. Hier sehen wir mal die Wahljahr. Muster an den Aktienmärkten, und zwar nicht nur aufgeschlüsselt nach Wahljahren und Nicht-Wahljahren, sondern hier sind nur Wahljahre praktisch gemeint und oder aufgezeichnet, und hier ist vor allem auch eine Grafik drin, nämlich die untere Linie, wenn praktisch ein Open Field ist, also der bestehende Präsident nicht antritt, sondern ein neuer Präsidentschaftskandidat, respektive genauer gesagt zwei neue Präsidentschaftskandidaten, wenn man Trump jetzt mal als neu bezeichnen würde. Also mit dem Rückzug von Biden ist die Unsicherheit natürlich gekommen, naja, was wird Harris bedeuten, sollte sie die Wahl gewinnen? Da ist ja einiges in der Mache mit unrealisierten oder mit Kapitalertragssteuern auf unrealisierte Gewinne, mit eben der Unternehmenssteueranhebung, all diese Geschichten, das wird der Wall Street nicht so richtig schmecken. Und auf der anderen Seite ein Donald Trump, der hohe Zölle anheben oder die Zölle anheben will. Und das verstärkt die Unsicherheit. Mit anderen Worten, wenn wir ein Open Field haben, wie in der unteren oder in dieser unteren Linie erkennbar, dann bleibt es wohl bis Ende Oktober schwierig für die Märkte, weil einfach die Volatilität hoch ist, weil die Unsicherheit hoch ist, und vielleicht war das dann nur ein Auftakt, den wir jetzt gesehen haben, der Schwäche, bis zumindest dann kurz vor den Wahlen. Heute wichtig, diese das Apple-Event. Jetzt hat man gesagt, ja, einige Apple-Intelligence-Features werden wohl erst im Dezember kommen. Also man muss schon so ein bisschen runtergraden, was so den Neuheitseffekt betrifft. Normalerweise für Apple auch, wie für die Aktienmärkte insgesamt, der September eher nicht so toll. Man versucht ja sozusagen über KI-Elemente in seinen iPhones den iPhone-Absatz zu steigern. Ob das gelingen wird, das wird die große Frage sein, aber das dürfte heute im Fokus stehen. Dazu am Mittwoch natürlich noch die Inflationsdaten. Das wird auch wichtig, auch wenn natürlich die Arbeitsmarktdaten jetzt wichtiger geworden sind scheinbar als die Inflationsdaten. Da kriegen wir die Jobless Claims am Donnerstag, dann die Erzeugerpreise ebenfalls am Donnerstag. Und all diese Stimmungsdaten, Michigan Consumer Sentiment Data kommt am Freitag, und vor allem haben wir jetzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch diese Präsidentschaftsdebatte. Auch das dürfte die Märkte stark beeinflussen, denn wenn Harris gewinnt, dürften manche Assetklassen deutlich besser laufen als andere, und bei Trump ist genau dasselbe der Fall. Dementsprechend ist die Frage, wie geht das aus, und die Dinge sind so knapp, wie CNN hier zeigt, würde sozusagen die
die Umfragewerte für Trump nur um 1% steigen, dann hätte er 287 der sogenannten Electoral Votes, würde also eine ganz entspannte Mehrheit haben, um hier Präsident zu werden. Es ist aber sehr, sehr knapp bisher. Jetzt ist die Frage, wie schlägt sich Harris? Bei Trump kann man ungefähr wissen, was da auf einen zukommt. Bei Harris weiß man das nicht. Sie wollte ja eigentlich dem Trump gerne ins Wort fallen und gleich einen Faktencheck machen. Das geht jetzt nicht mehr, nachdem man sich geeinigt hat, dass die Mikrofone des jeweils Nichtsprechenden gemutet werden, also praktisch auf still geschaltet werden. Also das wird sehr, sehr interessant. Man hat ja seitens der Demokraten bisher versucht, Kamala Harris möglichst nicht spontane Äußerungen machen zu lassen, offenkundig aus Sorge vor einem Unfall. Aber natürlich ist es so, je schlechter die Wirtschaft, je schlechter die Stimmung in der Wirtschaft, je schlechter die Stimmung der Bevölkerung, dementsprechend umso schwieriger eine Wahl zu gewinnen für die regierende Partei. Jetzt sehen wir, dass mal vor allem Janet Yellen Stimmung macht und sagt, ja, US-Wirtschaft nach wie vor tief in Erholung, steuert nicht auf eine Rezession zu. Wir sehen keine Alarmzeichen für Finanzrisiken derzeit. Also die gute Janet versucht, die Dinge zu beruhigen, versucht zu sagen, Kinder, es ist doch alles wunderbar. Hier sehen wir oben in dieser Grafik mal die verschiedenen Rezessionswahrscheinlichkeiten, die in die Märkte eingepreist sind, S&P noch relativ wenig, beim Russell schon etwas mehr, aber vor allem bei den Anleiherenditen sehen wir, wie stark hier die Rezession eigentlich schon eingepreist ist. Mit anderen Worten, wir haben schon länger eine Differenz zwischen Anleiherenditen und eben den Aktienmärkten. Hier nochmal ein anderer Indikator, der McKelvey PMS Combined Recession Indicator, der also sehr breit gefächert versucht, Rezessionswahrscheinlichkeitsindikatoren zusammenzufassen. Und wir sehen, das ist jetzt doch deutlich gestiegen, zumindest wieder im August. Wir hatten ja überwiegend wieder sehr, sehr schwache Daten. Heißt aber nicht, dass die Märkte sofort in den Orkus fallen. Nein, nichts, nothing goes straight up, nothing goes straight down, wie es ja in den USA heißt. Und jetzt haben wir eine Situation, wo die Angst natürlich im Markt ist. Wir sehen zum Beispiel das Put-Call-Ratio jetzt doch deutlich gestiegen. Jedes Mal, wenn das schnell nach oben schießt, also so irgendwie Panik ein bisschen ist oder zumindest Angst ist, zumindest Absicherungsbedürfnis ist, sehen wir dann eine Gegenbewegung. Diesmal auch Fragezeichen. Jedenfalls Nikkei sich deutlich erholt. Das ist so ein bisschen das Muster, das wir heute sehen, dadurch die Futures in den USA höher, dadurch jetzt auch der DAX ein bisschen erholt gestartet, obwohl wir in China nach wie vor deflationäre Tendenzen sehen. Wir sehen hier CPI, also die Verbraucherpreise, zum Vorjahr nur um 0,6% gestiegen, während die Erzeugerpreise deutlich stärker gefallen sind, mit minus 1,8% statt minus 1,5%. Also wir sehen, dass hier seit Monaten die Preise tendenziell fallen, jeweils zum Vormonat. Nur zum Vorjahresmonat sehen wir zumindest bei den Verbraucherpreisen noch einen Anstieg. Diese Schwäche in China, die ist sehr, sehr ausgeprägt. Die hängt am Immobilienmarkt. Die Regierung in China kriegt das Ganze derzeit nicht in den Griff. Und woher dann diese Belebung auch der Weltkonjunktur kommen soll. Ich glaube, China hat etwa 20% des weltweiten BIPs inzwischen. Dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, wenn ein solches Schwergewicht hier schwächelt und zumal dann auch eben die Eurozone noch mitschwächelt und vor allem Deutschland schwächelt. Man hat das Gefühl, dieser wirtschaftliche Abschwung ist jetzt mit dieser VW-Krise so ein bisschen ins Bewusstsein der Leute gekommen. Und der VW-Chef Blume sagt, ein guter Satz, der Kuchen ist kleiner geworden und wir haben mehr Gäste am Tisch. Das heißt, der Kampf um die Krümel, der wird jetzt immer stärker. Hier unten sehen wir mal die Zulassung von E-Fahrzeugen in Deutschland. Ist nicht gerade bombig. Ich glaube, es ist nicht wirklich entscheidend, dass VW vielleicht zu spät in den E-Markt eingestiegen ist. Das Problem ist, dass man E-Fahrzeuge kaum rentabel hier produzieren kann. Dementsprechend die Asiaten, die das über Subventionen meistens tun, praktisch diesen Markt kaputt machen. Der Verbrenner auch leichte Rückgänge, aber eben nicht so stark. Die Leute kaufen schlichtweg weniger Autos, hat er gesagt. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Ampel, die ja gerne den Konzernen eine Richtung vorgibt, wie Habeck ja gesagt hat. Spät, aber immerhin hat dann VW diesen Weg beschritten. Aber die Ampel ist nicht gerade populär. Die Grünen wollen nicht eigentlich, die Grünwähler, weil die FDP mit drin ist. Die FDP-Wähler wollen nicht, weil die Grünen mit drin sind und so weiter und so fort. Und überhaupt wirkt Scholz irgendwie wie so ein Mümmelmensch.
Männchen, hat man das Gefühl. Also nicht wirklich ein beliebter Kanzler. 77% halten ihn für führungsschwach. Dabei hat er noch gesagt, wer Führung bestellt bei mir, der bekommt sie auch. Jetzt sagt er, ich würde also wieder als Kanzlerkandidat antreten und will einfach weitermachen. Dabei hat er seine bestehende Koalition, die natürlich auch schwer in den Griff zu kriegen ist, nicht wirklich im Griff. Und heute wird Mario Draghi wieder auftreten. Mario wird uns sagen, wenn ihr nicht spurt, schicke ich euch ein Schwein so nach Hause. Jetzt will er sagen, wie man Reformen in der EU durchsetzen will. Da könnte man vielleicht schon mal Frau von der Leyen freisetzen. Das wäre schon mal eine Reform. Es ist zu viel Planung, zu viel Bürokratie, zu viel Vorschriften. Man will alles klein, klein regeln, statt den Leuten Freiheit zu ermöglichen, statt Anreize zu geben, zu Kreativität, zu Innovation, reguliert man alles zu Tode durch einen Bürokratenapparat in Brüssel. Man müsste es machen, wie Daniel Stelter sagt, wie Polen. Da hat man liberale Reformen gemacht auf der einen Seite und die Menschen stehen der Marktwirtschaft positiv gegenüber, all das, was bei uns irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ich bin gespannt, was uns der gute Mario zu sagen hat. Jedenfalls haben die Leute irgendwie die Schnauze voll, dass überall Geld hinfließt, nur nicht für die Leute selber und für etwa eine marode Infrastruktur, die wir inzwischen haben, aber da wird dann mal eben das gefördert oder das gefördert. Jetzt hier zum Beispiel diese Klimaschutzprojekte in China, die vermutlich mal 8 Milliarden in den Orkus geschüttet haben. Frau Lemke hat jetzt offenkundig kürzlich auch davon erfahren, die grüne Ministerin, die dafür zuständig ist. Also es ist einfach auch eine Sammlung von Inkompetenz und falschen Prinzipien, ökonomischen Prinzipien vor allem, die dann zu solchen Resultaten führen. Kein Wunder, dass Deutschland ein Problem hat. Ein Problem hat auch die Fed. Es steht viel auf dem Spiel. Muss eine große Zinssenkung her? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, gerne weiterempfehlen. Die zweite. Das ist, was nicht mehr steigen kann, muss fallen. So mein Kollege Wolfgang Müller, das Big Picture, was sozusagen übergeordnet wichtig ist. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung ist, naja, die gute Nvidia-Aktie, die entwickelt sich immer mehr zur Zocker-Aktie. Vom Highflyer zur Zocker-Aktie. Dritte Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.